So, hallo, als kleine 1x1 mit Perl. Wie geht das? Zuerst deine Endlosschleife programmiert, die man abbrechen kann mit einem Fragezeichen. Das wird hier auch eingegeben, damit man die Abbruchbedingungen weiß. Und dann berechnet der Computer das Zufallszahlen aus jeweils Zahl 1 und Zahl 2, das Produkt, und fragt ab, wie viel ist das Produkt aus Zahl 1 und Zahl 2. Und dann wird so lange sozusagen beim Benutzer nachgefragt, bis er die richtige Eingabe macht oder bis er ein Fragezeichen eingibt. Und mit einem Fragezeichen wird das ganze Programm abgebrochen. Jump ist hier wichtig, damit hier auch wirklich das Steuerungszeichen, das Freigabezeichen, die Zeilenschaltung hier weggelöscht wird von der Benutzereingabe. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Wie viel ist 3 mal 7? Dann weiß ich direkt, 21. Ja, wie viel ist 4 mal 4? 16. Wie viel ist 9 mal 2? Machen wir mal einen Fehler. 12. Falsch. 18. Wie viel ist 3 mal 1? 3. Weiß ich auch noch gerade. Und 9 mal 1 wäre 9. Und 8 mal 3 ist 24. 5 mal 6 ist 30. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt gebe ich mal ein Fragezeichen ein. Und das ist fertig. Dankeschön.